Ah, endlich ist es da. Christophs Päckchen. Er hat sich nämlich was bestellt. Eine neue Taschenlampe. Mit nicht nur einer Birne, sondern vielen. Eine LED-Taschenlampe. Toll, findet Christoph. Aber da wird er auch schon abgelenkt. Es wird Abend. Es wird Nacht. Und am nächsten Morgen brennt die Taschenlampe immer noch. Das ist ja ein Ding, denkt Christoph, dass die Batterien so lange gehalten haben. Warum verbrauchen die kleinen Lämpchen so wenig Strom? Wie kann das gehen? Der Sache muss man doch mal auf den Grund gehen, denkt Christoph. Denn diese kleinen Lämpchen, die LEDs, sieht man mittlerweile ja überall. Bei Autos, bei Fahrrädern. Schriften werden mit diesen kleinen Lämpchen zusammengesetzt. Da im Bürgersteig, das sind auch diese LEDs. Überall, wo es glitzern soll, sind sie dabei. Sogar richtige Scheinwerfer gibt es, die mit diesen Lämpchen funktionieren. Aber warum verbrauchen die so wenig Strom und wie funktionieren sie? Anton mit seiner Wärmebildkamera kann da schon mal weiterhelfen. Zuerst hat er mal eine alte Glühbirne eingeschraubt. Die verbraucht 100 Watt. Naja, 103 sogar. Und wie warm wird die beim Licht machen? 206, 207, sogar 248 Grad. Dass Christoph das überhaupt anfassen kann. Jetzt eine sogenannte Energiesparlampe. Leuchtet genauso hell. Verbraucht aber nur 16 Watt. Und wird auch nicht so heiß. Nur 85 Grad. Und jetzt eine LED-Lampe. Die verbraucht noch weniger. Nur 1,5 Watt. Und wird nur 33 Grad warm. Das kann man schon anfassen. Handwarm. Das heißt, die LED verbraucht den Strom hauptsächlich, um Licht zu machen und produziert dabei viel weniger Wärme als die anderen Lampen. Kein Wunder, dass sie dann weniger Strom braucht. Aber wie funktioniert sie denn nun? Christoph hat jemanden gefunden, der sich auskennt. Also hat er sich auf den Weg gemacht und ist zu Uli gefahren. Uli arbeitet am Fraunhofer-Institut in Freiburg und ist einer von den vielen Forschern, die die LED entwickelt haben. Hochwissenschaftlich sieht's hier aus. Hier wird zum Beispiel an Atomen geforscht, denn darum geht's. Das ist das Modell von einem ganz einfachen Atom, einem Wasserstoffatom. Die blaue Kugel ist der Atomkern und darum herum flitzt ein Elektron, die gelbe Kugel. Die durchsichtige Plastikkugel ist sowas wie die Bahn, auf der das Elektron fliegt. Das muss aber nicht immer die gleiche Bahn sein. Elektronen können auch von einer Bahn auf eine andere springen. Uli erklärt Christoph das nochmal an einer Treppe. Er nimmt die gelbe Kugel, also das Elektron, und setzt sie auf eine Stufe und lässt sie runterplumpsen. Jetzt wäre das Elektron auf einer anderen Bahn. Und wenn Uli die Kugel wieder hochhebt, muss er Kraft aufwenden. Dann kann sie wieder runterfallen. Christoph darf auch mal. Wenn er dabei Kraft aufwendet, auch wenn es wenig ist, die Kugel ist ja leicht, dann steckt da Energie drin. Und wenn die Kugel fällt, wird die Energie wieder frei. Das ist der Trick. Hier auf der Treppe macht die Kugel dabei einen Ton. Eine Schallwelle. Töne sind ja Wellen, aber in der Luft. Die Energie, die in der Modellkugel steckt, wird also zu Schallwellen. Schallwellen schön und gut, aber was hat denn das mit Licht zu tun, fragt Christoph. Es gibt alle möglichen Wellen, sagt Uli, zum Beispiel auch Lichtwellen. In diesem Bereich sind die Wellen des Lichts, die man sehen kann. Die sind sehr schnell. Aber wie kriegt man so schnelle Wellen hin? In unserem Atommodell war ja immer nur ein Elektron unterwegs. Es gibt aber noch viele andere Atomarten mit viel mehr Atomkernen und mit noch viel mehr Elektronen, die da rumflitzen. Dieser Ballon soll jetzt mal so eine Art Atomhülle sein, wo viele Elektronen fliegen. Wieder gelb, unsere Farbe für die Elektronen.
Da sind sie, die Elektronen. Die pappt Uli auf den Ballon. Und jetzt will er sie mal springen lassen. Und wo kriegt er die nötige Energie her? Aus Christophs Haaren. Wenn er an denen reibt, entsteht Elektrizität. Mal gucken, ob es klappt. Tatsächlich, da springen die Elektronen von einer Hülle zur nächsten. Bisschen nachtanken. Und immer wenn so ein Elektron springt, gibt es einen kleinen Lichtblitz. Bei ganz vielen Atomen sieht man dann keine Blitze mehr, sondern einfach gleichmäßiges Licht. Das ist der Trick der LED, wenn Strom fließt. Das ist ein Foto von einer LED, von der Seite gesehen. Man sieht die vielen einzelnen Atome, die da dicht aufeinander gepackt sind. Aber nicht irgendwie, sondern in so einer Art Gitterform. Ein Kristallgitter nennt man das auch. Ganz gleichmäßig angeordnete Atome. Weil Christoph sehen will, wie diese Kristalle gemacht werden, müssen er und Uli sich umziehen. Denn das passiert in einem Reinraum. Ein Raum, in dem es ganz sauber sein muss. Nichts darf durch die Gegend fliegen. Auch keine Haare. Sogar Handschuhe müssen sie anziehen. Sieht wieder alles hochwissenschaftlich aus. Und hier passiert es. In dieser Röhre, da wo es rot leuchtet, da wird eine ganz, ganz dünne Kristallschicht auf eine Scheibe gedampft. So sieht dann die Scheibe aus. Wafer wird sie genannt. Waffel. In einer anderen Fabrik geht es weiter. Wieder muss Christoph sich umziehen. Auch hier geht es ganz sauber zu. Herr Rabe zeigt Christoph die Maschine, wo die Lämpchen gemacht werden. Christoph kann zuerst nichts sehen. Die Scheibe, der Wafer, ist in ganz kleine Stücke geschnitten worden, die hier einzeln genommen werden. Aber wenn man sehen will, was da genau passiert, muss man schon durch ein Mikroskop gucken. So klein ist das alles. Da werden die Stückchen einzeln genommen. Hier sieht man es nochmal größer. Hier geht es weiter. Da kommen so Drahtbeine angewackelt. Was da passiert, kann man wieder nur unter dem Mikroskop sehen. Erst wird ein winzig kleiner Klecks Kleber draufgespritzt. Dann wird das Stückchen aus der Kristallscheibe, dem Wafer, draufgeklebt. Nochmal. In Zeitlupe. Ganz langsam. Der Draht, der jetzt dazukommt, ist aus Gold. Der ist so dünn, dass man ihn kaum sieht. Da, wo die Pfeile hinzeigen. Der wird jetzt angelötet. Wieder nur unter dem Mikroskop zu sehen. Da fließt später der Strom durch. Jetzt sind die LEDs fast fertig. Wenn man den Finger dagegen hält, sieht man, wie klein die sind. Jetzt kriegen sie noch ein Plastikhütchen. Rein in die Maschine ohne Hütchen. Raus mit Hütchen. Das Hütchen soll die LEDs schützen, das Licht konzentrieren, ist aber nicht hohl, wie sonst bei Lampen. Hier wird noch kurz geprüft, ob die Lämpchen auch funktionieren. Alles klar. Jede Menge LEDs. Jede mit einem kleinen Stück Kristall. Da ist Uli noch was eingefallen. Mit einem ähnlichen Kristall arbeiten nämlich auch Solarzellen. Nur dass bei denen Licht reingeht und Strom rauskommt, während bei LEDs Strom reingeht und Licht rauskommt. So bringt ein Kristall den anderen zum Leuchten. Danke, Uli. Jetzt ist Christoph mal wieder ein Licht aufgegangen.
Thank you.